Mit der Pit Gatebox haben wir jetzt eine weitere Ergänzung in der Interaktion vom Bediener zur Maschine und zur Steuerung. Der Kern der Entwicklung ist eigentlich der PsenCode, also der sichere Sensor. Und der ist in den letzten Jahren weiterentwickelt worden. Der ist jetzt in vielen Produkten der sicheren Zuhaltung, wie die magnetische oder mechanische Zuhaltung, enthalten. Und wirklich neu ist jetzt auch, dass wir eine Reinschaltung dieser Sensoren realisieren können und über das SDD, über dieses Gerät, auswerten können, welcher Sensor hat ausgelöst und welches Problem liegt vor. Also die Pit Gatebox ist ein weiterer Schritt zum Komplettanbieter in den sicheren Schutztiersystemen. Wir haben also hier die Möglichkeit, bis zu 3 Taster zu bedienen. Wir haben ein Nothalt-Auslösegerät und es ist in einem Standard-Rastermaß für alle gängigen Profilhersteller verfügbar. Und so haben wir wirklich One-Stop-Shop-Möglichkeiten, was die sichere Schutztür angeht. Eine weitere Neuheit von Pilz auf der Messe HMI ist die sichere Fluchtentriegelung. Das ist eine Ergänzung des erfolgreichen Produktes PsenMlog, der seit 2 Jahren erfolgreich am Markt ist. Das Gerät hat eine sichere Verriegelung und Zuhaltung bis Performance Level E. Was fehlte, war die Fluchtentriegelung. Also für hinterschreitbare, feststehende Schutzeinrichtungen, wo jemand eingesperrt werden kann, muss man im Fluchtfall sich Notausgang verschaffen können. Und das haben wir jetzt mit diesem Gerät realisiert, sodass wir jetzt auch diese Applikation mit Fluchtentriegelung bedienen können.